Hallo Leute, hier ist wieder Dan218 mit Dan218Tube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vorhin habe ich ja ein Telonym-Video gemacht, jetzt kommt aber ein nächstes Video. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Ich hoffe aber, dass ihr das sehen könnt um 21 Uhr. Für mich ist gerade immer noch morgens, aber okay. Let's go, dieses Mal nämlich. Anders als im letzten Jahr, wo ich einen Jahresrückblick so gemacht habe, ganz auf ganz komische Art und Weise, mache ich diesmal eher ein Jahresbericht. Also ein Jahresbericht und dann eben, was ich für nächstes Jahr vorhabe. Und damit herzlich willkommen zu Goodbye 2021 und Hallo 2022. Das letzte Video im Jahr 2021. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt auch noch einen morgigen Tag. Einen 31.12.2021. Nur ich habe mir gedacht, dass ich an dem Tag keine Videos aufnehmen werde. Auch wenn ich selber Silvester nicht feiern werde, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich es immerhin doch, aber ich bezweifle es, weil es. Ja, okay. Ja, stimmt nicht ganz, doch, ich werde feiern, aber nicht in echt. Sondern in Roblox. Aber okay, ich möchte es nicht irgendwelchen Scheiß bei Roblox oder sowas sehen, sondern zum Fakt. So, also. Erstmal müssen wir eigentlich anfangen mit genau am Anfang. Mit dem letzten Video vor ungefähr einem Jahr, der Jahresrückblick 2020, da habe ich gesagt, das nächste Jahr wird videomäßig deutlich besser. Tja, daraus wurde ja nichts, weil am 2. Januar mein PC kaputt gegangen ist. Mittlerweile habe ich ja dann zu meinem Geburtstag einen Laptop bekommen. Ansonsten könnte ich jetzt nicht hier stehen und Videos oder er gesagt. Oder eher gesagt, sitzen und Videos machen. Finde ich übrigens gut, weil ich denke, ansonsten wäre mein Kanal schon längst kaputt gegangen. Komplett. Weil, ja, ich erzähle gerade die ganzen Ereignisse. Also eben durch das, da dann der PC kaputt gegangen ist, konnte ich kaum noch irgendwelche Videos machen. Muss mich halt wirklich sehr stark auf das PS4 Gaming beschränken, was ja auch anfangs kein Problem war. Aber mit der Zeit dann doch, weil dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf das City Skylines, weil es halt ziemlich gefällt. Danach irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf das Need for Speed Rivals. Ich denke, jeder, ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert, aber das eine Video, wo ich dann völlig ausgerastet bin und dann gesagt habe, das mache ich nie wieder, habe ich auch bis jetzt nicht mehr. Steuerung hat mich so abgefuckt plötzlich. Konnte nicht mehr fahren. Okay, auf jeden Fall dann das nächste ist, dass ich in diesem Jahr mir ein neues Logo machte, eigentlich sogar mehrere, sogar ein neues Intro und sogar einen neuen Namen. Als ich mich nämlich kurzfristig umbenannt habe von Dan218Tube zu Danemar. Vor ein paar Tagen habe ich das aber umgeändert, weil der neue Name nicht gut kam, nicht gut ankam. Weil ich wollte damit ein bisschen moderner wirken, einen einfacheren Namen haben, einen universellen Namen. Das aber ziemlich gefloppt ist. Und eben seitdem ich eher in der Krise stecke, mittlerweile einfach voll viele Zuschauer einfach verloren habe. Ja. Also in der Zeit, wo ich den Namen umbenannt habe. Das hat nichts genau mit dem Namen selber zu tun, aber in der Zeit. Und ja, dann habe ich dieses Jahr eben angefangen mit Telonym beantworten und das Wichtigste, zum ersten Mal habe ich mich dann auch in diesem Jahr offiziell vor der Kamera gezeigt.
Es gab zwar schon mal davor ein Video, wo ich mich ganz kurz gezeigt habe in der Straßenbahn. Habe ich letztlich gesehen, dass ich mal bei irgendeinem Video, dass ich die Kamera umgedreht habe. Das waren aber noch diese uralten Videos, die ich mit dem Marian gemacht habe. Ja. Also eben dieses seit diesem Jahr, so seit gegen Ende des Jahres so. Ungefähr, glaube ich, im Sommer oder im Herbst oder so hat es eher angefangen. Habe ich mich jetzt erstmal gezeigt. Ich glaube, es war bei einem Meinungsvideo. Ja, es war bei einem Meinungsvideo. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, welches es war, aber es war bei einem Meinungsvideo. So, genug für das Ding von diesem Jahr. Jetzt kommen wir zum nächsten Jahr, was ich nächstes Jahr geplant habe. Natürlich muss man wissen, jeder Plan kann natürlich am Ende vielleicht. Vielleicht könnte natürlich irgendwas passieren, dass es verhindert. Muss ich diesmal auch wieder sagen, damit ich nicht irgendwas wieder sage und es dann so ist wie letztes Jahr oder ich meine wie dieses Jahr, wo ich ja letztes Jahr gesagt habe, dass ich für dieses Jahr viel vorhabe und dann es nicht machen konnte. Ich meine, erstens war es ja auch so, dass ich tatsächlich durch eine Meme-Compilation auch eine Woche lang gesperrt war auf YouTube. Das ist die Sperrezeit ist dann natürlich schon weg, aber man weiß ja nie. Es kann ja vielleicht passieren, dass ich vielleicht mal von YouTube gelöscht werde und dann ist nicht mehr hier und dann keine Videos mehr machen kann. Oder ich auch vielleicht selbst überlege, vielleicht den Kanal zu beenden, vielleicht, wenn es gar nicht mehr gut läuft. Oder sonst auch immer. Also, aber jetzt nehmen wir mal Best-Case-Szenario und wenn ich eben alles durchsetzen kann. Dann habe ich eben vor, klar, auf jeden Fall wieder, möchte ich mich wieder mehr nächstes Jahr auf das Gaming konzentrieren. Auch wenn ich immer wieder Telonym-Videos machen werde. So in etwa. Also, morgen kommt dann ja das 20. Telonym-Video. Nicht morgen, ich meine nächstes Jahr, sorry. Nächstes Jahr kommt das nächste Telonym-Video. Ja. Also nicht morgens. Nein, das habe ich mir gerade versprochen. Ich meine, im nächsten Jahr kommt dann auch wieder dann das 20. Telonym-Video. Dann werde ich auch ganz neue Videoreihen starten. Wie zum Beispiel das PS4 Truck Simulator Game on the Road, wo man dann durch große Teile von Deutschland fahren kann. Mit dem LKW. Und das werde ich dann aufnehmen als Livestream, weil ich keinen Bock habe, das dann die ganze Zeit zu schneiden und so, weil mit der PS4 ist das echt schwer zu schneiden. Deshalb als Livestream, da kann ich dann das ganze Ding machen. Dann habe ich auch vor, auch mehr Reacts zu machen. Auch werde ich wahrscheinlich wieder Meme-Compilations machen. Also erstmal leider nur ein Video von Meme-Compilation, weil es halt wirklich schwer ist, an Meme-Videos ranzukommen. Und ich natürlich keinen Bock habe, dann in mehreren Meme-Compilations dieselben Videos zu haben oder so. Gleichzeitig habe ich auch noch eine andere Videoreihe vor, ebenfalls im Gaming-Genre. Am Laptop. Es kann zwar anfangs wahrscheinlich auch failen, bisschen wegen der Qualität. Wie schon gesagt, OBS halt und ja, muss natürlich erstmal alles gucken, dass es auch besser läuft. Vielleicht liegt es auch am Internet, ich weiß nicht, woran es liegt, aber egal, jedenfalls in Roblox, der Plattform, werde ich eine bestimmte Videoreihe starten. Also nicht einfach nur Roblox, weil die Videoreihe habe ich ja schon, sondern ich meine in Roblox möchte ich eine Videoreihe starten von einem bestimmten Server. Und zwar auf dem Roblox-Server Miraculous RP möchte ich dann eine Videoreihe starten im Verlauf des nächsten Jahres. Gleichzeitig werde ich auch wieder mehrere Online-Spiele spielen, wie zum Beispiel Scribble.io oder Paper.io und was da halt alles wieder so gibt. Also, ja.
Eventuell werde ich auch wieder draußen Videos machen und wer weiß, was passieren wird noch nächstes Jahr. Vielleicht schaffe ich es auch nächstes Jahr endlich mal auch offiziell die 1000 Abonnenten zu haben. Eigentlich hatte ich die ja schon dieses Jahr, aber sind halt leider nicht geblieben, kann man halt nicht ändern. Was soll man denn sagen? Abonnenten bleibt hier. Nee, so läuft es nicht. Man kann zwar sagen, ja, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und so weiter, aber klappt natürlich auch nicht immer. Weil auch Leute, die natürlich Videos angucken, nicht immer abonnieren, auch wenn sie sagen, ja, gutes Video, gute Videos und so. Aber okay, das ist, naja, besser ist gar nichts. Besser lieber angucken, als gar nichts machen, würde ich mal sagen. Dennoch habe ich viele Pläne für nächstes Jahr. Und zwar auf beiden Kanälen, also auf Dan218Tube und auf Dan218, meinem Musikkanal. Auf dem werde ich auch wieder viel Musik hochladen. Dort zwar nichts unbedingt Besonderes, also aber halt nach wie vor Musik. Aktiver werde ich dort wahrscheinlich nicht. Auf dem Zweitkanal werde ich wahrscheinlich erst wirklich aktiv werden, wenn ich diesen Kanal hier wahrscheinlich mal beenden würde. Aber okay, auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal im Jahr 2022. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und nicht vergessen, abonniert diesen Kanal. Auf diese Weise steigert ihr auch die Abonnentenanzahl und ihr bekommt meine Videos immer wieder vorgeschlagen, weil sie euch dann angezeigt werden und so. Plus natürlich drückt auf die Glocke, damit ihr nicht inaktiv werdet. Denn inaktive Abonnenten schaden meinen Kanal ziemlich und können dafür sorgen, dass ich am Ende gar keine Videos mehr machen werde, weil es halt nichts bringt, wenn man ein Video hochlädt und es sich eigentlich niemand anschaut. Was halt scheiße ist. Ja, und dann muss ich am Ende auf irgendwelchen Social Media Apps rumhängen und dann die Leute abfacken mit Links. Ja, ich weiß, die Leute, sowas hasst man übelst, aber was soll man denn machen? Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Tschüss.